Wir hätten im Bayern fast die Meisterschaft versaut. Mirko Votava ist mit Borussia Dortmund 1976 in die Bundesliga aufgestiegen. Für sein Spiel des Lebens aber hat er sich von seinen 189 Bundesliga-Begegnungen für den BVB eine aus der Saison 79-80 herausgepickt. Gegen Bayern München, das waren natürlich Spiele, auf die man sich gefreut hat, weil im Endeffekt, da haben wir nichts zu verlieren gehabt. Wir konnten sehen, wo wir stehen. Am 31. Spieltag steht Dortmund auf Platz 6 und Bayern München kurz vor der nächsten Meisterschaft. Aber in Dortmund verlieren die Bayern nicht nur mit 1:0, sondern auch ihre Tabellenführung an den Hamburger SV. Wenn die Bayern nach Dortmund fahren, ist egal wann das ist, dann wissen sie ganz genau, was sie da erwartet. Also dass Dortmund nicht nur mit dem Fußball spielen will, ist ja auch klar. Ne? Dass man so gewisse Zweikampfhärte dazugehört, ist auch klar. Mirko Votava ist an diesem Tag nicht nur der Abfangjäger für Bayern-Spielmacher Paul Breitner. Er ist auch immer wieder selbst Antreiber seiner Schwarz-Gelben. Man muss rausgehen und versuchen, immer zu gewinnen gegen Bayern. Und muss man natürlich auch den Bayern was anbieten. Die müssen spüren, dass ein Gegner da ist. Und das ist natürlich, hat sich ja nichts verändert. Und der BVB ist in der ersten Hälfte die gefährlichere Mannschaft. Wir haben keine Angst gehabt. Man muss mutig an die Aufgabe rangehen. Mutig sein. Sich auch mal aus großer Distanz ein Herz fassen. Einmal mehr ist es Mirko Votava, der dabei vorangeht und alle mitreißt. Muss schon ein strammer Schuss gewesen sein auf 30 Meter, ne, damit er den nicht hält. Ne? Aus der 20. Minute aus zwei Perspektiven. Jetzt deutlicher zu erkennen, wie chancenlos Junkans gegen diesen platzierten Flachschuss war. War vielleicht auch ein bisschen überrascht, aber muss man schon richtig dagegen hauen, damit er auf 30 Meter reingeht. Sehr kraftvoll, ich würde sagen unhaltbar. Aber wichtig ist ja, dass man sich auch traut, ne? Aus der Entfernung. Ne? Da sieht man eigentlich selten heutzutage. Nach der Pause kann Dortmund nur noch gelegentlich für Entlastung sorgen. Dabei wäre Votava beinahe noch einmal mit einem Sonntagsschuss erfolgreich gewesen. Aber die Bayern drängen jetzt vehement auf den Ausgleich. Allerdings, der junge BVB-Keeper Eike Immel wächst an diesem Tag über sich hinaus und bleibt unbezwingbar. Für 19 Jahre war das schon ein starkes Stück und Eike war ja auch dann so ein Offensivtorwart, der wirklich auch mit rausgekommen ist. Aber wir haben insgesamt eine ganz gute Truppe gehabt, die wirklich, ich glaube, Lothar Huber, glaube ich, hat auch schon gespielt, oder was, ne? Eike Immel, Manni Buxmüller, wie sie alle heißen. Das war eine gute Kameradschaft. Wir haben ja auch wirklich spielerisch ganz gute Truppe zusammen gehabt. Eine Truppe, die sich als Kollektiv gegen die wütenden Bayern-Angriffe stemmt. Sogar Torjäger Manni Burgsmüller hilft hinten aus und klärt auf der Linie. Das Stadion und die Zuschauer, die trugen auch was dazu bei, dass wir da wirklich mal dann nachher mit der Zeit auch, obwohl wir nicht so die Titel geholt haben, obwohl wir dann auch wirklich gut gespielt haben und uns gut verkauft haben. Dortmund rettet den dünnen Vorsprung über die Zeit und bleibt seit dem Wiederaufstieg auch im vierten Heimduell mit dem Rekordmeister ungeschlagen. Kann man schon sagen, das war glücklich, aber 3 Punkte nehmen uns keiner weg. Und wir hätten im Bayern fast die Meisterschaft versaut. Das hat am Ende zwar nicht geklappt, aber Mirko Votava war während dieser 90 Minuten einmal mehr ein kämpferisches Vorbild und an diesem Tag auch der Matchwinner.